Servus, frohes neues Jahr an alle, willkommen zurück aus der Winterpause. Let's go 2024. Nachdem das erste Video im neuen Jahr eigentlich so fröhlich starten sollte, kam am Montag dann die Meldung, dass unsere Vereinslegende und auch generell im deutschen Fußball die absolute Legende Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Er soll schon länger gesundheitliche Probleme gehabt haben. Gleichzeitig kam an dem Abend auch noch eine Dokumentation über sein Leben. Die kann man, glaube ich, in der ARD-Mediathek immer noch anschauen. Ist auf jeden Fall sehenswert. Ich bin ehrlich, es hat mich emotional erwischt, mich wirklich, wirklich auch berührt. Auch diese Nachricht wurde dann auch viel von unseren Jungs gepostet. Ich bin auch gespannt, was heute in der Arena kommt. Und nächsten Freitag am 19. ist die Trauerfeier in der Allianz Arena. Er ist eine absolute Legende gewesen bei uns. Unseren Verein, den FC Bayern, gäbe es wahrscheinlich nicht so heute, wie es ihn gibt, ohne ihn. Wäre auch damals zu 60 gegangen. Wer weiß, vielleicht wären die dann jetzt die Nummer 1 in München. Ist einer der einzigen Menschen, der die WM als Spieler 74 und als Trainer 1990 gewinnen konnte. Ich hoffe, er ruht im Frieden. Mein Beileid an alle Hinterbliebenen. Und ja, let's go ins erste Video dieses Jahr. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Heute ist ja der Zugstreik, deswegen fahren nur ganz wenige Züge, aber schaut euch das an. Let's go nach München. Walking in a winter wonderland. Herzlich willkommen im verschneiten München, Leute. Heute zum Spiel vom FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Das letzte Mal, als hier so viel Schnee lag, war gegen Union Berlin. Da wurde das Spiel abgesagt. Heute findet es aber auf jeden Fall statt. Wir starten rein in 2024. Ich werde versuchen, zu jedem Bayern-Spiel zu gehen. Außerdem bin ich nächste Woche beim Derby von Darmstadt gegen Frankfurt wegen dem Ecuadorianer Pacho. Deswegen lasst mir gern kostenloses Abo da, like das Video für mehr Aufmerksamkeit und let's go in 2024. In Stuttgart hat es auch geschneit, da bleibt der Schnee aber nicht so liegen. Ich bin ehrlich schon ein bisschen neidisch. Es ist sogar richtig tief. Wir haben aber wunderschönes Wetter heute, blauer Himmel. Wie viel Schnee hier noch auf den Autos liegt, aber was ist das da? Da gefällt mir das hier schon besser. Ich bin jetzt hier beim Schloss in Nymphenburg, das ist da hinten, da gehen wir gleich hin. Hier ist auch alles weiß. Wow, ich finde, es sieht richtig schön aus. Vor allem im Winter liebe ich es, durch so Wälder zu laufen, wenn es geschneit hat, weil es einfach viel, viel heller ist. Da auch mit dem schönen kleinen Bach. Den Hund sieht man kaum. Auf der Seite hier ist das Wasser sogar gefroren und da hinten haben wir das Nymphenburger Schloss. Ich sag's immer wieder, München ist für mich einfach die schönste Stadt in Deutschland, egal ob im Sommer oder im Winter. Es ist einfach wunderschön. Hier haben ein paar Leute versucht, einen Schneemann zu bauen, da hinten auch. Und hier ist es richtig gefroren. Wir haben unseren ersten Transfer dieses Jahr klar gemacht. Erik Dyer, ich finde es ein super, super Transfer, wird heute noch nicht im Kader stehen. Er wird uns maximal 3,5 Millionen Euro kosten, ist als vierter Innenverteidiger geplant und ich finde es einfach deswegen gut, weil er wahrscheinlich, selbst wenn er nicht so viel spielen sollte, bei Laune bleiben wird, weil er auch seinen Buddy Kane bei uns hat. Und wir haben jetzt mehr Geld übrig, um auf der Rechtsverteidigerposition nachzulegen. Masraoui ist ja beim Afrika Cup, Kimmich beim Asien Cup. Deswegen muss Leimer auf der Rechtsverteidigerposition spielen, weil wir einfach sonst niemanden haben. Da können wir jetzt nachlegen. Die heißesten Kandidaten sind Nordi Mukiele von PSG und Sascha Bowie von Gala hat dort auch den höchsten Marktwert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was meint ihr, wer würde uns mehr weiterhelfen und wen würdet ihr am liebsten bei uns sehen. Auf der Sechserposition soll sich hingegen nicht allzu viel tun. Bin gespannt, ob das so funktioniert. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr das die richtige Entscheidung findet, keinen Sechser zu verpflichten oder die falsche. Schaut euch das an. Auch da hinten mit dem Sonnenuntergang über dem Schloss. Wahnsinnig schön. Oha, wie cool. Schaut euch das an. Sowas habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Da hinten spielen sie sogar Eishockey auf dem Eis. Crazy. Wenn man da richtig hinschaut, sieht man da auch die Steine. Ich bin bei sowas immer vorsichtig. Ich traue mich nicht ganz so. Es scheint schon stabil zu sein. Wow. Krank. Völlig absurd. Das ist völlig verrückt. Einfach mitten auf einem Münchner Bachfluss. Verrückt. An der Stelle kommt hier meine Prediction zu den Wettbewerben der laufenden Saison. In der Bundesliga glaube ich, dass wir Meister werden. Kurz vor Schluss machen wir das klar. Wir werden am letzten Spieltag Deutscher Meister. Den DFB-Pokal, glaube ich, holt sich Leverkusen. Außer wenn sie im Finale gegen die Hertha treffen sollten. Denn wenn die zu Hause ins Finale kommen und da im DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen spielen, glaube ich sogar, dass die Hertha gewinnt. In der Champions League ist mein Tipp, dass wir bis ins Finale kommen. Wahrscheinlich dann gegen City und im Halbfinale Real raushauen. Einfach aus dem Grund,
Die letzte Saison hieß es bei uns, sie haben keinen Stürmer. Die Saison hat Real keinen Stürmer. Die Premier League holt meiner Meinung nach Arsenal und die La Liga geht völlig überraschend dann an Girona. Die Europa League habe ich noch vergessen, die holt sich dann aber Leverkusen safe, hundertprozentig im Finale gegen Liverpool. Das ist meine Prediction. Schreibt gerne mal eure in die Kommentare zu den einzelnen Wettbewerben. Was glaubt ihr, wer gewinnt was? So Leute, ich habe hier so eine Art Schneeball. Wenn ich dieses Schild treffe, gewinnen wir das Champions League Finale. Für dann nächstes Jahr daheim. Bevor es dann später zum Stadion geht, heute mal kein Döner, sondern wir gehen ins Mosbacher Paradies. Wie ihr da sehen könnt, wurde das Lokal des Jahres 2017, 2018 und 2019. Hier ist der Eingang. Let's go! Die Sachen gibt es hier alle. Vor allem auch so Balkan-Gerichte wie Cevapcici. Da unten auch ein Grillteller. Ich habe jetzt hier die 5 Cevapcici im Fladenbrot bestellt. Dazu Ayvar und Kaimak. Ich hoffe, es schmeckt. Auch wenn ich nur was Kleines hatte, war das Essen dort richtig, richtig gut. Bekommt von mir eine 8,5 von 10. Irgendwann, wenn ich dort wieder hingehen, werde mir so einen Grillteller holen. Da habe ich richtig Bock drauf. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Und jetzt let's go zur Allianz Arena. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Wir sind da, Leute. Wir sind vorm Stadion, vor unserer Allianz Arena. Auch hier krass, wie viel Schnee hier liegt, wie hell es hier einfach ist durch diesen ganzen Schnee. Und da sehen wir es auch direkt schon auf der Arena des Franz, von Danke Franz. Es geht einmal von der Seite rum. Das Spiel kommt immer näher. Ich bin wirklich gespannt, wie es im Stadion sein wird. Spielerisch, denke ich, werden wir das Spiel heute gewinnen. Mein Tipp ist tatsächlich ein 3:0. Auch wenn wir auf Kimmich und auf Masraoui verzichten müssen. Die Hoffenheimer haben von den letzten 5 Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt und von den letzten 7 Spielen auch nur 1 gewonnen. Hier haben wir schon die sehr bedeutende Statue von Gerd Müller vom Stadion. Ich würde es nicht wundern, wenn wir direkt nebendran eines Tages auch eine von Franz Beckenbauer haben. In einer Stunde geht das Spiel los und die Aufstellung kam gerade raus. Heute auch wieder präsentiert von FCB Inside, der besten App für alle News rund um unseren FC Bayern. Und am ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch die App downloaden. Wir starten mit Harry Kane vorne drin und Müller auf der 10, was mich sehr für ihn freut. Musiala, Sané auf dem Flügel. Rechter Verteidiger wird wie erwartet Konrad Leimer. Die 11 stellt sich eigentlich von selbst auf. Ich denke, wir gewinnen es heute. Wir gehen rein ins Stadion. Let's go. Wir sind heute in Block 231 und zum ersten Mal in diesem Jahr unser Blick ins Stadion. Unsere Jungs sind hier schon draußen, da drüben sind die Hoffenheimer. Ich bin auch generell gespannt, wie die Stimmung heute im Stadion werden wird. Für das Choreo war die Zeit wahrscheinlich einfach zu knapp. Vielleicht kommt ja noch mal eine von unserer Südkurve, Franz Beckenbauer. Ansonsten, ja, vom Gefühl her ist alles ein bisschen ruhiger als sonst. Wenn er in den Raum reinkam, ging das Licht an. Die Spieler gehen gerade alle rein. Die Südkurve hat das Banner ausgebreitet, die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise. Ruhe in Frieden, Kaiser. Wenn die Spieler gleich wieder rauskommen, werde ich nicht halt so viel dazu sagen. Ich werde es einfach noch. Und hier heute die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern im Tor mit der Nummer 1, unser Kapitän Manuel. Unsere Nummer 9, Harry. Unsere 25, Thomas. Auch in der Mitte haben wir ein spezielles Banner, was den Mittelkreis abdeckt heute. Diese Woche hat der Tod von Franz Beckenbauer die Fußballwelt erschüttert. Es gibt keine Worte, um diesen Verlust auszudrücken. Franz Beckenbauer hat den Fußball verändert. Er hat unsere Welt geprägt. Die Fußballfamilie ist vereint in der Trauer um einen einzigartigen Menschen. Lieber Franz, danke für alles. Ruhe in Frieden. Wichtiges Banner heute wieder von der Südkurve. Ein Tick zu lang, Leute.
stark gespielt. Oh. Ja, bisher geht noch nicht so viel. Jetzt Hoffenheim mit dem Konter. Ja, stark, Opa, stark. Die 12 Minuten sind gleich um, das heißt, unsere Süd dürfte auch bald mit der Stimmung anfangen heute. Steht auf, wenn ihr Bayern seid! Steht auf, wenn ihr Bayern seid! Wann trennen, gute Freunde sind nie allein! Niemand ist Leben für dich da! Krass, gerade von Musiala, aber leider nichts geworden. Na, schade, wir sind klar besser. Früher oder später fällt es 1-0. Ja! Sind wir allein, weil sie eines im Leben kennen. Füreinander da zu sein. Gute Freunde kann niemand trennen. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 42. Wie stark von Jamal. Boah, saustarker Pass gewesen, aber wir sind da. Stark von Davis. Lalala, schalala, lalala, lalala, schalala, 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 lalala. Ich vermisse früher bei der alten Torhymne kam immer danach das und jetzt mit der neuen nicht. Was für ein schöner Pass. Ich glaube, es ist kein Abseits. Mach's, Müller. Nein. Schade, ich hätte sie gegönnt. Wenn ihr Bayern seid. Bayern! Bayern! Und wir wollen unsere Mannschaft heute wieder siegen sehen. Darum singen wir gemeinsam dieses Lied. Flanke, Müller. Boah, schade. Super antizipiert, wenn muss ich allein jetzt rüber jetzt. Right. Was machen Sie? Nochmal einer. Und jetzt? Ah, ja, da hätte einer früher schießen müssen. Mütchen! Schieß! Schieß! Oh! So, jetzt. Stark! So, Harry, Harry! Ah. Jetzt! Oh! Schieß! Oh! Jetzt sind wieder alle unten und jetzt springen sie hoch. Fazit zur ersten Halbzeit. Wir führen hier verdient, wir spielen noch besser. Ich denke, wir werden das Spiel auch in der zweiten Halbzeit gewinnen. Let's go, pack mal. Der einzige Ort, wo es warm ist, wo man sich aufwärmen kann, ist hier im Bayern Store. Und hier haben wir auch die neue Trainingskollektion. Weg von diesem türkis-lilanen hin zu komplett rot-weiß, feiere ich. Also so eine Jacke wäre jetzt bei den Temperaturen perfekt, kostet aber 280 Euro. Zweite Halbzeit, let's go, pack mal. Stark, Opa. Jetzt sieht man hier auch noch, wie der Schneeregen beginnt. Bayern, München, Amerika. Oh, schade. Ja!
glaube, es war nichts. Ja, schieß! Ja! Ja! Aber es ist Abseits. Ja, aber klar, es ist Abseits. Jetzt schieß! Oh, Posten! Was war das für eine Doppelchance? FC Bayern München! Schieß sein Tor! Jetzt! Oh! Nächste Mega-Chance! Oh, stark, aber da ist wieder keiner. Jetzt noch? Der lebt noch. Oh. Nein. Oh. Weltklasse, Alter. Ich wollte gerade nur sagen, dass ich vorne nicht macht, und die beiden Mega-Chancen auf meine Weltklasse gerade. Was ist denn das? Oh, stark! Nächste richtig gute Chance. An die Latte! Jetzt haben wir Glück. Also jetzt ist es nur noch Glück. Das Hoffenheim wir nicht zum 1-1 gehen. Drüben auf dem Banner steht, wir sind nicht City und nicht Red Bull. Mir ist an mir. Nein, zum Multiclub Owner FCB AG. Schieß! Ja! Ja! Heute sind wir allein. Torschütze Adam Nieder, unsere Nummer 42, Jamal. Boah, was für ein schönes Tor das geworden wäre. Kane köpft ganz knapp vorbei. Boah, der hätte drin sein können. Stark! Ja! Er macht sein Tor. Harry Kane. Stark, Mann. Ja, live. Super gemacht von Tell, super gemacht. Das Spiel ist zu Ende. Thank you.
So Leute, das Spiel ist zu Ende, wir gehen nach Hause, es ist wahnsinnig kalt. Auf meiner Tribüne sind sehr, sehr viele Leute gegangen, weil es einfach so kalt ist. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Nächstes Mal geben wir wieder Vollgas. Ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Spiel, Darmstadt-Frankfurt und danach am Sonntag Bayern-Bremen. Let's go!